Hallo, Servus und Moin, ihr Lieben. Ja, hier sind wir zurück in Contractville, haben ja hier noch einige Renovierungsarbeiten zu erledigen. Und das können wir heute zusammen ja mal so anfangen, oder? Wir gucken uns auch nochmal die ganzen Sachen, die hier so fakultativ sind, also nicht unbedingt als erster Auftrag zu. Wir müssen auf jeden Fall, oder wir können hier noch einen Heizkörper anbringen, den wir uns holen müssen. Hier bräuchten wir Sofa, Schrank und noch einen Heizkörper. Aber warte mal, wir hatten hier zum Beispiel noch ein kaputtes Fenster, ne? So Doppelfenster Typ 1 kaputt. So, ich bin gerade überlegen, wir hatten doch aber auch schon so ein paar Klamotten vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar war das hier, ne? Hier müssten die ollen Kisten nämlich sein. Aber eben das Licht an, wird dunkel draußen. So, hier müssten zum Beispiel gemacht werden den Schreibtisch. Den müssen wir auswechseln. Und die wollen das gleiche Teil haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Lass uns noch mal eben in den Auftrag gucken, in die Mission. Können Sie auch den Schreibtisch und die Tür? Der Tisch ist Ihr Lieblingsmöbeltisch im Haus, also muss der neue genauso sein wie der alte. Ja. Nice. Okay, pass auf, wir machen erstmal die Sachen. Wir nehmen erstmal die Sachen weg hier. Ne, Müll sagt, brauchen wir den nicht. Windows Cleaning brauchen wir auch nicht. Nimm mal die Hand, Leute. Wir packen uns den schon mal ein. Dann können wir nämlich heute zumindest. Oh, ganz schön dunkel hier. Müssen wir schon mal sehen, dass wir so ein paar von den gebrauchten Klamotten eventuell schon mal verkaufen können. So ein paar Sachen sind ja auch schon auf dem Wagen. Wenn der voll ist, geht es zum Pawnshop. Dann können wir hier ein bisschen verscheuern, die Klamotten. Und gucken, wie weit wir heute kommen. Also die Renovierungsaufträge sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen. So, und das ganze Zeug. Ich bin überlegen, ob wir den zum Schluss machen oder erstmal. Großer Kleiderschrank, Garderobe. So, was genau will sie denn gleich haben? Das ist die Frage. Der Schrank oder den Schreibtisch? Der Tisch ist ihr Lieblingsmöbelstück. So, den können wir im Prinzip einpacken schon mal. Ich laufe immer hier rum, okay. Leichter Linksstrahl. Rein damit, da sind wir fast voll. Eine kleine Kiste könnten wir noch. Aber pass mal auf, wir werden das Zeug schon mal verscheuern. Vor allen Dingen würde mich interessieren, was wir uns denn dem. Ne Moment, bin ich hier überhaupt? Lass uns mal eben auf die Map gucken. Ach ja, genau. Wir sind immer auf der anderen Seite. Parzelle 4 hat Eigentümer, Parzelle 0 hat Eigentümer. Da ist die Fabrik. Okay, dann machen wir mal eine kleine Stadtrundfahrt hier. Wir fahren also hier rum, kommen dann ja auch zum Pawnshop, also hier zum.
Guckt euch das mal an. Ich glaube, da haben wir den nächsten kompletten Bauauftrag. Da kommen wir mit einer Renovierung auch nicht mehr klar, ne? Also 42.000 haben wir bis jetzt auf dem Konto. Der Elektronik-Shop. Wir kürzen mal ab. So. Und verkaufen unser ganzes Zeug, ne? Mal sehen, was wir dafür angeboten bekommen. Haben wir. Moment mal, Einzeltür außen, die sieht doch gar nicht schlecht aus. Wieso haben wir die denn jetzt hier? Sollten wir etwa neues Zeug hier drauf haben? Na, Secondhand, okay. Secondhand. Doch, auch der Kleiderschrank, der war schon bei 1350. Okay, wir verkaufen. Die Konsole verkaufen, 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 verkaufen. 42.900. Naja, ein bisschen gab es, also rund 800. Dann auf zum Baumarkt. Wir brauchen auf jeden Fall schon mal zwei Heizungen. Hatten wir ja gesehen. Nur zwei Heizungen. Ne, Heizung findet er nicht hier. Türentreppen, Elektronik, Spielzeug. Ne, hier nicht. Sollten wir dann da, doch hier rüber? Aber die Heizung als Möbel würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen, ne? Doch, da haben wir die Heizkörper. Zweimal. Bitte. Die kaufen wir schon mal. Dann brauchen wir fürs Schlafzimmer noch Fensterplatzchen, okay, aber das hatten wir ja noch nie, ne? Möbel extra. Schreibtisch. So, pass mal auf, wir gucken gleich mal nach dem Schreibtisch, ob wir so ein ähnliches Teil hier finden. Oder das gleiche sogar.
So, Schreibtisch. Was habt ihr denn da schicket? Haha. Ja, wie sah der aus? Der war es, glaube ich, ne? Der für 89, der Barry Barn. Glaub schon. Komm, der ist auch mit 89 eigentlich gar nicht mal so teuer. Und brauchen wir noch Fenster? Wir brauchen noch Fenster, ja. Fürs Schlafzimmer. Fenster fürs Schlafzimmer. Welche Größe war das, Leute? Für Wind brauchen wir nicht. Ein Fenster brauchen wir. Die finden wir wiederum hier nicht. Da müssen wir wieder in den anderen Shop, so wie das aussieht, oder? Habt ihr echt keine Fenster, Leute? Doch, haben wir. Die haben doch Fenster. Einzelne Fenster, Vorhänge, Dingenskirchen. Ne, die haben keine Fenster, Leute. So, die Sachen packen wir schon mal ein. Hätten wir die beiden Heizungen für unten und hoffentlich auch den richtigen Schreibtisch. Und das gemütlich, Leute. Wir machen es ganz gemütlich hier. Step by step. Mal gucken, was hier oder die nächste. Ich glaube, das war die nächste, ne? Da müssen wir hin. Also ein weiter. So viel werden wir heute nicht schaffen, denn ich muss gleich auch los zur Arbeit. Ich hätte fast gesagt, leider, aber natürlich sind wir froh darüber. Dass mein persönlicher Freizeitgestalter mir genau sagt, wie ich meinen Tag zu verbringen habe. So, dann fangen wir mal an mit dem Heizungsbau hier, Leute. So, hier will er eine Heizung, ne? Hier fehlte noch eine Heizung. Wir packen schon mal aus und gucken nach, wo wir die wohl unterbringen können. So, Nummer 1 ist dran. So, hier fehlt auch noch ein Heizkörper. Wo nehmen wir den? Hier. Ansonsten hier Fenster. Genau, beste Platz für Heizkörper ist immer unterm Fenster. So. Und jetzt hoffe ich doch tatsächlich, dass wir den richtigen Schreibtisch geholt haben. Nicht, dass die Tochter uns noch das Leben zur Hölle macht. Das sieht gut aus. Okay. Platziere dich mal eben hier. Das Zeug, das packen wir dann mal eben ein. Dahin. Und dahin. Oh, das ganze Kleinzeug hier. Naja, gut. Naja, gut. So, weg mit dem ollen Schreibtisch. Stellen wir erstmal nach da.
Den neuen bauen wir wieder hier hin. Ja, eigentlich sollte er genauso stehen, wie er schon gestanden hat. Mach mal eben. Ach, hier ist ja egal. Den Stuhl zur Seite packen. Dann sollen wir den nicht auswechseln? Ne, sieht nicht so aus, ne? Alles klar, so Stuhl. Den können wir jetzt nicht mehr aufstellen. Das ist ja blöd. Irgendwo war gerade einmal eine grüne Stelle, hatte ich gesehen. So, alles klar. Das ganze Zeug wieder hingestellt. So, sieht aus wie neu. Naja, ist neu, ne? Den können wir wegpacken. Oh. So, ab dafür. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Also im Schlafzimmer brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Fenster. Und zwar Doppelfenster Typ 1. Und ebenfalls noch eine Heizung. Hat denn irgendwo Heizung hier, Leute? So, Gipsdeckenleisten. Zuerst die Gipsdeckenleisten abreißen. Okay. Dazu brauchen wir eine Hammer. So, wir kloppen also richtig leise, habt ihr gehört, beziehungsweise nicht gehört. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, das gleiche war jetzt hier mit den Fußleisten. Ups. So, weg. Da haben wir noch keine Geräusche für, ne? So wie das aussieht, Leute. Da fehlt noch ein bisschen Leben im Spiel. Oh, was haben wir denn hier noch liegen? Müll. Papier. Papier. Ah, okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So, noch mehr Papier. Und dann fehlt hier Garderobe, Schublade, Schlafzimmer, Sitz und noch ein Heizkörper. Also ich glaube, wir können jede Menge Heizkörper kaufen und natürlich das Doppelfenster. Auch noch ein Fenster. So, Doppelfenster Typ 1. Und unten war auch Doppelfenster Typ 1, ne? Auch Doppelfenster Typ 1. Moment.
Oh, hier auch noch mal ein Heizkörper. Gar nicht. So in dem Bereich. So. Dann können wir noch mal shoppen, Leute. Können wir gleich noch mal shoppen gehen. Alte Zeug lasse ich noch mal ein bisschen. Zurück. So, zweimal Doppelfenster Typ 1. Die tun sich alle nichts. Ne? Zweimal brauchen wir das. Und Heizung gab es wieder drüben. Ne? Heizkörper brauchen wir einige, glaube ich. Haben wir hier schon mal erstmal. Drei Stück mitnehmen. Dann packen wir die Sachen schon mal ein, Leute. Gucken, Hauptsache, wir haben ja doch Platz, müsste reichen auf dem Wagen. Notfalls. Können wir den. Ollen Schreibtisch ja auch schon mal verkaufen. Der steht ja auch noch im Wagen. Entschuldigung. So, den können wir gleich verkaufen. Auch wenn wir da nicht wirklich viel für gekriegt haben, aber 15 Dollar sind 15 Dollar, ne? Ja, fahr schön in der Mitte. Fahr schön in der Mitte. So, wir fangen an mit den Heizkörpern, würde ich sagen, weil die sind schnell eingebaut. Sehr cool, Nummer 1. Dann holen wir gleich die nächste rein. Ich schätze sogar, dass wir an Heizkörpern noch viel mehr brauchen. So, hier will er nämlich auch ein. Okay, unterm Fenster wäre ja eigentlich. Komm, dann ist egal, wir hauen die hier hin. So, Heizkörper hat er und den dritten. So, hier ist einer drin. Gucken, ob die Heizkörper für unten schon mal soweit alle drin haben.
Badezimmer. Badezimmer fehlt. Okay, irgendwas fehlt hier noch. Was könnte das nur sein? Okay, wir schauen oben nach. Auch hier möchte er noch mal einen Heizkörper haben. Ja, die Fenster hat er natürlich alles schön zugebaut, aber ist egal, oder? Ist egal. Just for the sake of it haben wir da noch mal einen hin. Und dann brauchen wir wahrscheinlich hier auch noch, ne? Einmal. Der hat einen. Zweimal. Dreimal. Okay, wir bräuchten also noch mal drei Heizungen. Dann können wir die Fenster schon mal bereitstellen. Mich einmal nach hier. Und einmal für oben. Die Aufträge werden tatsächlich immer komplexer. Und hier. Pack das eben einmal zur Seite. Auch nice gemacht, finde ich. Ach so, du. Erstmal das olle Fenster weg. Einmal, zweimal, dreimal und viermal einpacken. Blub. Einsetzen. Sieht doch schon gut aus. Wollen wir das noch festmachen oder für einen unserer Raubzüge einfach die Schrauben mal vergessen und dann durchs Fenster einsteigen? Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Thief Simulator. So tun, als wenn wir der Handwerker wären. Okay, eine Sache mehr erledigt. Die hängen wir wieder auf. Okay, sieht ja schon richtig gut aus. Ihr wisst schon. So, den haben wir drin, Leute. Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon wieder eine halbe Stunde geschafft. Wenn ich auf mein Level gucke, wir dürften bald auf das Level 4 erreicht haben. Was haben wir denn hier? Was können wir hier? Ah, wir können ja demnächst. Lass uns mal eben schauen. Können wir hier schon. Nee, noch gibt das Online-Geschäft nicht. Da haben wir noch nie erreicht. So, Hauptziel. Lade zum. Leute, das macht mich fertig. Gut. Lass uns mal eben in die Karte schauen, Leute. Denn was mich noch interessieren würde. Da ist das Auto. Nee, das ist eine Autowerkstatt. Kaufe Autos. Kaufe Autos in der Werkstatt. Wenn wir ein bisschen Kohle zusammen haben. Ich weiß halt nicht, wie teuer ein anderes Fahrzeug ist und wann wir uns ein eigenes Häuschen leisten können. Sigoglide. Sigoglide. Was ist ein Sigoglide? Ach, das ist unsere kleine Klitsche, ne? Ja, ist unser. Okay, also beim nächsten Mal wollen wir zusehen, dass wir die Fenster, das andere Fenster eingebaut kriegen und
die Deko-Klamotten soweit geregelt kriegen, den Auftrag hoffentlich abschließen und dann mal schauen, was uns hier noch so geboten wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut und bleibt gesund.